Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte gerne noch was nachreichen zu Johannes 1, Vers 12. Da steht geschrieben, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das ist ein Vers, der mir sehr wichtig ist und der irgendwie auch mit Erwählung zu tun hat. Ja? Das ist ein großes Thema, das Thema der Erwählung. Erwählt Gott zum Glauben? Oder muss ich mich bekehren? Und dieses Thema der Erwählung ist ein Thema, mit dem sich die Christenheit schon seit 2000 Jahren befasst und die Christenheit eigentlich auch in zwei Teile spaltet. Ja? Das Thema der Erwählung war ein großes Thema bei Luther, ein großes Thema bei Calvin. Der Erasmus von Rotterdam, der hat mit dem Luther Schriftwechsel gehabt und der hat eine Abhandlung geschrieben mit der Bezeichnung vom freien Willen und hat über den freien Willen des Menschen geschrieben und hat den Luther damit angegriffen. Und Luther hat gesagt, dass er ihm sehr dankt dafür, weil alle seine Kritiker ihn mit irgendwelchen Themen angehen, die für ihn nebensächlich sind. Ja, ob das Taufe ist, ob das Dinge sind über die Gottesdienstordnungen, übers Abendmahl, die auch alle ihre Berechtigung haben. Aber er sagt zu Erasmus, du bist der, der mitten in den Kern getroffen hat. Nämlich die Frage gestellt hat, hat der Mensch einen freien Willen oder hat er ihn nicht? Und daraus ist eine sehr lange Abhandlung geworden von Luther, die ich sehr schätze. Wie gesagt, ich bin kein großer Luther-Kenner, aber die habe ich mir dann doch mal durchgelesen. Und er fängt so an, der schreibt recht schroff, der Luther. Ja? Für uns heutige etwas verwöhnte Ohren klingt das manchmal ein bisschen sehr heftig. Aber er nennt die Sachen halt auch beim Namen. Und jemand, der in so Auseinandersetzungen stand wie der Luther, der braucht eine harte Stirn. Und die hört man dort in dem Text. Weil hier verteidigt er seinen Standpunkt wie ein Löwe. Und er sagt zu ihm, Erasmus, eigentlich wollte ich dir gar nicht antworten. Weil das, was du mir hier schreibst als Theologe, das ist deiner nicht würdig. Das ist so schwach, dass ich da eigentlich nicht drauf antworten wollte. Aber meine Freunde haben mir gesagt, wenn du dem Erasmus nicht antwortest, dann glauben deine Gegner, dass Erasmus dich gemeistert hätte. Ja? Und deswegen musst du ihm antworten. Und deswegen, sagt der Luther, hat er sich dann doch irgendwann auch bequemt und sich hingesetzt und dem Erasmus geantwortet. Und er sagt zu ihm, deine Worte kommen wie goldene Früchte auf silbernen Schüsseln, aber sie sind nichts wert. Und das, was du schreibst, widerspricht dem Evangelium. Und zwar ganz grundsätzlich. Und du wirst mit deinem Schifflein der Vernunft zwischen Skylla und Charybdis kentern. Da wird dir das Wasser ins Schifflein schlagen und da gehst du unter. Weil du keine festen Behauptungen aufstellen willst. Ja? Du bleibst immer im Ungefähren und sagst, man kann nicht wissen, ob man gerettet wird. Und du bleibst halt in diesen indifferenten Aussagen stecken. Aber du hast nichts, wo du wirklich die feste Basis hättest im Evangelium. Und insbesondere bei der Verwählung, bei der Erwählung, da spricht er sehr deutlich. Weil sich nämlich hier die Frage stellt, glauben wir an einen lebendigen Gott oder glauben wir an ein christliches Prinzip? Zwischen diesen beiden Punkten spannt sich die Frage der Erwählung auf. Denn erwählen kann nur ein lebendiger Gott. Ja? Sich zu einer Philosophie, zu einem Lebensmodell zu bekehren oder zu einem Prinzip, zu einem christlichen Prinzip, das kann der Mensch auch ohne Gott. Ja? Das kann der gottlose Mensch sogar tun. Der kann eine gewisse christliche Philosophie entwickeln, ohne dass er Gott überhaupt kennt. Ohne dass er eine Bekehrung erlebt hätte. Ohne dass er Buße getan hat für seine Sünden. Ohne dass er unter seiner Schuld zusammengebrochen ist und auf Golgatha gesund geworden ist, weil er Jesus Christus erkannt hat. Sich zu einem christlichen Prinzip zu bekehren oder das zu adaptieren, das kann der Mensch auch ohne Gott. Und deswegen ist die Frage nach der Erwählung,
der ja eigentlich die Bekehrung und die freie Willensentscheidung gegenübersteht, und zwar diametral gegenübersteht. Denn entweder hat Gott einen freien Willen oder der Mensch hat einen freien Willen. Die hat die Christenheit schon immer geteilt. Ja. Und insbesondere bei Luther, da sieht man das natürlich sehr, sehr deutlich. Auch Calvin hat sehr, sehr scholastisch darauf reagiert. Der hat sehr viele Lehrsätze aufgestellt. Der hat eine sehr kühle Verstandesart da entwickelt. Der Luther ist noch so ein bisschen erdiger in dem, was er schreibt. Nicht ganz so kühl digital wie der Calvin. Aber beide sagen, Gott muss zum Glauben erwählen. Und der moderne Mensch, der eigentlich kaum unterrichtet ist in den Glaubenssachen, der hat natürlich jetzt ein Problem, weil der sagt, ich habe mich doch bekehrt. Soll das jetzt nicht gelten? Ja, wenn man sich nicht bekehren kann, aber ich mich ja bekehrt habe, stimmt dann was nicht mit mir? Und ist die Lehre von der Erwählung Gottes eine Irrlehre? Ja, da geht es ja dann immer schnell drum. Und ich weiß auch, dass das ein ganz heißes Eisen ist, was ich hier anfasse. Aber es hilft ja nichts. Auch darüber müssen wir sprechen, weil das ein zentrales Thema ist im Glauben. Der Gott erkannt hat in Jesus Christus, der hat einen lebendigen Gott gefunden. Und dass er an einen lebendigen Gott glaubt, das postuliert er nicht nur, sondern das atmet er mit jeder Aussage und mit jeder Reaktion seiner Sinne aufs Evangelium. Ja. Um das vielleicht mal kurz so, ich will da doch nicht zu weit ausdehnen, aber mal kurz zu formulieren, es geht ja um die Frage, hat der Mensch einen freien Willen, ja oder nein? Und ob ich mir morgens die Zähne putze oder nicht, das ist mein freier Wille. Ob ich jemanden heirate oder nicht, das ist mein freier Wille. Also natürlich abhängig von dem Partner, den ich dann suche. Ja? Welchen Beruf ich wähle, ist mein freier Wille. Ich kann das tun oder kann das lassen. Ich kann auch einen anderen Beruf wählen. Ich kann auch während meines Berufslebens wechseln. Ja? Ob ich lieber Nutella-Brote mit Butter oder ohne Butter esse, ja? Das ist eine freie Willensentscheidung. Luther formuliert das etwas drastischer und er sagt, ob der Mensch rechts oder links vom Graben scheißt, das bleibt ihm unbenommen. Ja, das ist eine drastische Formulierung von Luther. Und er sagt, in der diesseitigen Welt, da haben wir einen freien Willen, da können wir frei entscheiden. Aber in Bezug auf die jenseitige Welt, in Bezug auf die himmlische Welt, da haben wir keine Möglichkeit, frei zu entscheiden. Da sind wir auf Gottes Gnade angewiesen, ob Gott uns annimmt oder nicht. Das ist natürlich ärgerlich für den selbstbestimmten modernen Menschen. Und in der Beziehung wollte der Mensch schon immer selbstbestimmt sein. Ja? Dass er entscheidet, ob er sich zu Gott wendet oder nicht. Ja? Das ist seine eigene Sache. Und ein Stück weit wird an der Reaktion auch deutlich, wo jemand steht im Glauben. Und ob er Gott wirklich erkannt hat oder ob er nur einem Prinzip folgt. Hier scheiden sich die Geister. Und zwar wie kaum an einer anderen Stelle. Über prophetische Themen, über Daniel, über die Offenbarung, über diese ganzen Endzeitsachen, über die Endzeitreden Jesu, da kann man trefflich streiten und da gibt es viele Meinungen und jeder eine hat dies und der andere hat jene. Aber beim Thema der Erwählung, beim Thema der freien, unverdienten Gnade, einer Gnade, die man nicht mal verdient hätte, weil man sich ja bekehrt hat, das ist etwas, was die Christenheit in zwei Teile teilt. Jemand, der Gott erkannt hat, weiß, dass Gott handelt, dass Gott einen Plan hat und dass Gott erwählen kann. Und das lassen viele außen vor, dass Gott erwählen darf. Das darf Gott tun. Gott darf sogar verwerfen. Das darf Gott tun. Das passt dem religiösen Menschen auch nicht, weil er sagt, wieso, ich habe doch ein tolles Leben gelebt, ich habe immer alles richtig gemacht. Ich habe samstags mein Auto gewaschen, meine Steuern bezahlt. Was will Gott von mir? Ist doch alles picobello an mir. Da scheiden sich die Geister, denn es geht ja um eine Gerechtigkeit vor Gott. Wenn ich in anderen Clips gesagt habe, dass der Mensch gerecht wird, ohne Werke, ohne etwas zu tun, ohne dass er das Gesetz hält, weil wir nicht mehr unter Gesetz sind, dann versteht der natürliche Mensch oder auch der Gesetzesmensch, wie ich den genannt habe, der verwechselt da was. Der denkt nämlich, es geht um den Wandel, weil dessen Glaube horizontal ist,
Aber unser Glaube ist vertikal. Und die Frage ist nicht, wie lebe ich ein ordentliches Leben? Da geht es nicht um Moral, sondern die Frage ist, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das geht nach hinauf zu Gott. Da geht es nicht darum, ob ich meine Miete pünktlich bezahle oder ob ich meine Mitarbeiter pünktlich bezahle oder meine Rechnungen pünktlich bezahle oder ob ich liebevoll und freundlich in meiner Familie bin. Das sind Auswirkungen davon. Ja? Aber das ist das soziale Umfeld, was da betrachtet wird. Das versteht der Gesetzesmensch, der irdisch gesinnte Mensch, der religiöse Mensch, das versteht er immer unter Glauben. Und wenn man dann sagt, wir werden gerecht ohne Werke und wir müssen nichts dafür tun, dann meint er, wir würden in allen Sünden schwelgen wollen. Der kann nicht nach oben schauen, weil der von oben kein Licht hat. Der ist von oben auch nicht angerührt, der ist von Gott nicht angerührt. Der ist noch in seinem menschlichen Sinn. Habt ihr schon mal gesehen, eine Kuh auf der Weide, wie eine Kuh nach oben schaut? Habt ihr schon mal gesehen? Eine Kuh kann nicht nach oben schauen. Ja? Die verdreht sich da alle Wirbel. Eine Kuh kann nicht nach oben schauen. Die kann nach unten gucken. Ja? Die sieht das Gras direkt vor sich. Mehr sieht sie aber auch nicht. Und so ähnlich ist es auch mit dem irdisch gesinnten Menschen, der vielleicht religiös ist, aber der Gott in dem Sinn nicht erkannt hat. Und da liegt die Krux. Uns geht es nicht in erster Linie um den Wandel und um die Lebensführung, sonst geht uns um die Stellung. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das ist die Frage, die vertikale Frage. Die verstehen die Gesetzeslehrer aber überhaupt nicht. Die wissen überhaupt nicht, was wir meinen. Und damit drücken sie ohne Worte und vielleicht ohne das zu merken aus, wo sie stehen. Ja? Da scheiden sich die Geister. Und das betrifft nicht nur den Wandel und die Werke und die Gnade, sondern das betrifft auch die Erwählung. Denn wenn Gott nicht lebendig wäre, würde er nicht erwählen, könnte er auch nicht, weil er dann ein toter Götze wäre. Weil Gott aber lebendig ist und einen Plan hat und eine Vorsehung hat und die Gemeinde Jesu Christi schon vor Grundlegung der Welt erwählt war, Epheser 1. Deswegen ist es nicht so, dass Gott weiß, wann ich mich bekehre, sondern dass er das in mir wirkt. In meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Suchen, in meinem Sehnen, in meinen Fragen. Ja, und das führt dann dazu, dass ich irgendwann auch die Hände falte, mich niederknie und sage, Jesus, nimm mich an, ich bin verloren ohne dich. Das ist die enge Pforte. Die Bekehrung, die wir sehen, die wir erleben, ist aber nur eine Folge davon, dass Gott an uns handelt. Eine Folge davon, dass Gott uns anrührt. Und dann bekehren wir uns. Und dann sind wir im Himmel, dann gehören wir zu Gott. Und lasst nicht ab, darum zu bitten. Und kürzt das auch nicht ab. Und um Himmels Willen bekehrt euch nicht, bevor Gott antwortet auf euer Gebet. Ja, sondern ruft so lange, bis Gott euch antwortet. Ja, und bekehrt euch nicht zu irgendeinem frommen Prinzip oder zu einer Theologie oder zu einer Gemeindeform oder zu einer christlichen Ethik oder Moral, sondern bekehrt euch zu Jesus Christus. Das bedeutet aber, dass man Gott anruft und dass man warten kann auf seine Antworten. Ja? Wer aufrichtig fleht, wer aufrichtig sucht, wer Gott bittet, der wird auch finden, das sagt die Bibel. Aber im Kern der Dinge, und das wird eigentlich im Römerbrief so auseinandergenommen, ja, und von Paulus im Detail ausgeführt, auf eine geniale Art und Weise. Ja, das ist, je länger ich den Römerbrief lese, desto mehr schätze ich den. Da zeigt Paulus, dass Gott erwählt und er allein. Und wir können nicht mal sagen, ich habe mich ja bekehrt und deswegen hat Gott mir auch den Himmel beigelegt, ja. Denn das wäre wieder eine kausale Abhängigkeit. Dann würde ich ja sagen, hier, ich habe mich bekehrt, also bist du Gott verpflichtet, mir den Himmel zu geben. Ja, das ist der Grund. Schuldig wird der Mensch erst dann, wenn er Gottes Gnade ablehnt. Dann wird er erst schuldig. Das stimmt aber nicht. Der Mensch ist schon schuldig aufgrund, alle Menschen sind schuldig nach dem Sündenfall. Weil wir in Sünden geboren sind, in Sünden empfangen worden sind und weil wir in Sünden, unsere Stellung, unsere Situation ist die jämmerliche. Nicht unsere Taten sorgen dafür, dass wir verloren sind. Wir sind auch ohne jegliche Taten gottlos und verloren, weil wir hier in der Welt sind. Ja? Und wir werden nicht erst dadurch schuldig, wenn wir das Evangelium ablehnen. Das ist auch eine Schuld, natürlich. Ja? Aber wir sind Menschen, die von unserer Situation, weil wir Nachkommen Adams sind, und Adam und Eva halt den Sündenfall produziert haben. Ja? Deswegen sind wir in Sünden und sind fern von Gott.
Wir verwechseln nur unsere moralischen Levels mit der Heiligkeit Gottes. Aber die Heiligkeit Gottes ist immer eine ganz andere Dimension. Niemand von uns könnte auch nur der Sonne nahen, ja, ohne zu vergehen. Aber Gott wollen wir nahen können, so wie wir sind. Der die Sonne geschaffen hat, ja, das ist seine kleinste Dienerin, hat mal jemand gesagt. Die Frage der Erwählung ist eine wichtige Frage und wirft auch immer Licht auf den, der sich dazu äußert. Denn da geht es nicht nur um intellektuelle Dinge, die man äußert, sondern da geht es um ein geistliches Urteil, was man selber über sich fällt. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Dynamis, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Die werden wiedergeboren aus Gott, aus Gottes Wille. Und man kann ganz einfach sagen, niemand von uns kann hinauf in den Himmel gehen und sich Gottes Geist herabholen, oder? Natürlich nicht. In irdischen Dingen sind wir in vielen Dingen frei, in vielen Dingen sind wir auch gebunden, in vielen Dingen sind wir verpflichtet. Aus vielen Lebenssituationen können wir nicht einfach so rausfliehen, das ist einfach so. Ja. Und in himmlischen Dingen gilt das auch. Niemand kann sich selber wiedergebären, oder? Habt ihr schon mal jemanden gesehen? Ich noch niemand. Steht auch nirgendwo in der Bibel. Die Wiedergeburt, der Glaube, den Gott schenkt, den muss er geben und er allein. Wenn er ihn gibt, dann ist er auch da und ist auch echt. Aber wenn wir meinen, dass wir selber umkehren könnten zu Gott, wenn wir meinen, wir hätten ihn gesucht, aufrichtig, wo die Bibel sagt, ihr seid tot in Sünden und Vergehungen, ja, dann sind wir am Holzweg. Was uns eine Türe öffnet zu Gott, was uns zu Gott führt, ist das Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes gehört wird, gepredigt wird, wegen mir im Internet gehört wird, wenn das gelesen wird, dann geschieht Gottes Geist, Gottes Wesen an uns, unmittelbar und direkt. Ja, wenn ihr voll Geistes werden wollt, dann lest die Bibel, denn das Wort ist Geist. Und wer voll Geist ist, ist voll Wort. Und wer voll Wort ist, ist voll Geist. Ja? Nicht Emotion, ja, wie es in vielen schwärmerischen Kreisen ist. Das ist keine Emotion. Das ist Gottes Wort in uns. Und der natürliche Mensch, der von Gott nichts weiß, der wird im Wort Gottes direkt und unmittelbar angesprochen. Da ist seine Chance, da zu hören, schnell sein zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, über die Predigt, über das, was gesagt wurde. Langsam zum Zorn, schnell zum Hören, langsam zum Urteilen darüber, langsam zum Reden. Ja? So sagt Jakobus, seid schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Auch da, nur als kleines Beispiel, kommt dann auch gleich zum Schluss, dieser Vers wird immer wieder ausgelegt darauf, dass wir schnell zum Hören sind, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das wird ausgelegt aufs menschliche Miteinander, ja? Dass man sich gegenseitig ausreden lässt, dass man gut zuhören soll, dass man nicht streiten soll. Ja, so wird das ausgelegt, so habe ich das immer gehört. Aber lest die Stelle mal nach. Da geht es um die Reaktion auf die Predigt göttlichen Wortes. Schnell zu hören auf Gottes Wort, nicht auf den Gesprächspartner. Soll man auch, klar, keine Frage. Geht es dort aber nicht drum. Da soll man schnell sein zum Hören auf Gottes Wort. Da soll man langsam sein zum Reden und zum Beurteilen und zum Zerreden des Wortes Gottes oder der Predigt, die man gehört hat. Und da soll man langsam sein zum Zorn und sich nicht darüber ärgern, sondern das Wort mal annehmen und mal drüber nachdenken und das mal durchdenken und vielleicht durchbeten und dann zu Gott rufen. Dieses Thema der Erwählung ist ein großes und das wird auch nicht aufzulösen sein. Ich kann das auch nicht auflösen, weil dieser Streit zwischen denen, die sagen, du musst dich bekehren und denen, die sagen, du kannst dich gar nicht bekehren, du musst erwählt werden, der ist schon 2000 Jahre alt und hat niemand lösen können, da hat man nur Zeugnis geben können drüber. Und die einen haben es verstanden und die anderen haben es nicht verstanden. Die einen hören das göttliche Sibbolet und die anderen hören nur das Schibbolet, ja? Die verstehen den Unterschied nicht. Müsste man nachlesen, worum es da geht in der Bibel. Hier trennen sich einfach die Geister. Ja? Das ist auch keine intellektuelle Akrobatik, die man hier macht, sondern vielleicht kann ich das nur sagen, ich war früher am Anfang, als ich zum Glauben gekommen bin, da habe ich auch gesagt, ich habe mich ja bekehrt. Ich habe mich bekehrt und dann irgendwann habe ich jemanden kennengelernt, einen guten Freund von mir später, der auch Theologe war, ein Pastor, und bei dem habe ich zum ersten Mal von der Erwählung gehört. War mir vollkommen neu, weil ich mit dem Bibellesen noch gar nicht so weit war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, also erst habe ich ihm zugehört und habe gesagt, das kann nicht sein, ich habe mich bekehrt, Gott, wieso soll Gott erwählen? Dann habe ich ihm mal einfach zugehört.
Dann habe ich mir die Bibelstellen nachgelesen. Und eine Woche später war ich auch seiner Meinung, weil das biblisch ist. Ja, und ich hab das erlebt. Ich habe Gott nicht gesucht. Ja. Ich bin in eine Situation reingeführt worden, wo ich angefangen habe, Gott zu suchen. Aber dass mich da jemand hineingeführt hat, das war ich nicht selber. Ja. Das war Gott. Und deswegen bin ich ein fröhlicher Verfechter der Erwählung, weil das voraussetzt, dass Gott lebendig ist. Ich habe euch eine kleine Matrix gemacht, die möchte ich euch zeigen. Das rundet das vielleicht ein bisschen ab. Erschöpfend kann ich das überhaupt nicht sagen, ja? Weil das, wie gesagt, da hat Luther ganze Bücher vollgeschrieben von. Und der Calvin auch und der Spurgeon zum Beispiel auch. Ja? Spurgeon, auch ein englischer Prediger, sehr begabter Mann. Ein Fürst unter den Predigern hat man den genannt. 5000 Leute sind da zum Gottesdienst gekommen. Sehr begnadeter Mann. Hat auch über die Erwählung viel geschrieben. Ich kann das auch nicht auflösen. Ich kann das nicht endgültig auflösen. Ich weiß nur, dass es so ist und ich kann euch das auch zeigen. Und möchte das nur hier kurz ergänzen, auch dass das Menschen sind, die nicht von dem Willen eines, welche nicht von dem Geblüt noch dem Willen des Fleisches noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Ja? Ich zeige euch mal noch kurz die Matrix. Ja? Also hier habe ich euch eine Matrix aufgezeichnet. Hier haben wir den Menschen und hier ist Gott. Das sind die beiden Zeilen, die wir gleich füllen wollen. Dann haben wir hier oben zwei Spalten. Die eine heißt freier Wille und die andere Erwählung. Wenn der Mensch einen freien Willen hätte, dann wäre der Mensch lebendig, aber dann wäre Gott tot. Denn dann würde Gott nicht handeln. Dann würde Gott, so wie oft gepredigt wird, wissen, wann ich mich bekehre. Aber ich bin dann das Zentrum des Handelns. Ich bin dann der entscheidet, wann ich mich bekehre und ob überhaupt. Ja? Gott ist wie ein totes Gebilde, was wohl irgendwo Bewusstsein hätte und wüsste, wann ich entscheiden würde. Aber der wirklich aktive Teil dabei und der entscheidet und Entscheidungen trifft, ist dann der Mensch. Das bin dann ich, weil ich einen freien Willen habe. Bei der Erwählung ist es so, dass der Mensch tot wäre. Keine Möglichkeit hat, Gott zu erwählen. Aber Gott ist lebendig, weil Gott den Menschen erwählt. Ja? Und die Bibel zeugt ja davon, dass wir an einen lebendigen Gott glauben. An einen Gott, der uns erkannt hat, als wir noch nicht gewesen sind. Der uns erkannt hat im Mutterleib. Der uns erkennt, während wir leben. Ja? Bekehre du mich, dann bin ich bekehrt, steht in den Psalmen. Und die Bibel sagt, der Mensch ist tot in Sünden und Vergehungen, sagt Paulus im Epheserbrief. Gibt es auch einige interessante Begebenheiten bei Jesus, wenn er Tote zum Leben erweckt. Wir Menschen sind tot, deswegen sind wir auch verloren. In diesem Todsein sind wir verlorene Leute. Ja, wir wüssten nicht mal, wo wir suchen sollten, weil wir Gott nicht sehen können, weil wir Gott nicht fühlen, weil wir von Gott entfernt sind seit dem Sündenfall. Ja? Gott muss zu uns kommen, das hat er in Jesus Christus getan und das tut er im Geist und im Wort auch heute. Und dasselbe gilt auch für Werke und Gnade. Wenn der Mensch die Gerechtigkeit vor Gott durch Werke erwirbt, ja, dann hat er sie verdient. Ja, das ist sein Verdienst. Dann hat er das erworben. Ja. Und dann wäre Gott schuldig. Dann wird die Gerechtigkeit diesem Menschen geschuldet. Aber Paulus schreibt im Römerbrief, Gott schuldet niemand nichts. Gott ist niemand schuldig. Ja? Wir sind schuldig vor Gott, ja? Weil wir sein Gesetz übertreten haben, weil wir sein Wort nicht geachtet haben, weil wir ihn nicht als Gott geehrt haben. Deswegen sind wir schuldig. Bei der Gnade ist es so, dass die Gnade dem Menschen geschenkt wird von Gott. Dann ist aber kein Verdienst. Ja, und so schreibt Paulus auch im Römer 5, dass die Gnade kein Verdienst ist, denn sonst wäre Gnade nicht Gnade. Und wenn es die freie Gnade ist, dann schuldet Gott uns die nicht. Ja? Die gibt er uns aus seiner Liebe zu uns und aus dieser freien Gnade. Dann ist Gott aber niemand etwas schuldig. Genauso wie es auch steht im Neuen Testament, beim Paulus zum Beispiel im Römerbrief. Ja? Also wir sehen, dass die Erwählung und die freie Gnade auch vielen anderen Bibelstellen entspricht. Ja? Und deswegen keine Irrlehre ist, sondern dem Neuen Testament entspricht, aber voraussetzt, dass Gott lebendig ist. Trotzdem gibt es den Aufruf in der Bibel zur Bekehrung. Ja, die Bibel sagt schon, kehr um, tu Buße. Ja? Petrus ruft zu Pfingsten die Juden dazu auf, dass sie umkehren sollen, Buße tun sollen und an Jesus Christus glauben sollen. Das heißt, diesen Aufruf zur Umkehr, den gibt es in der Bibel. Und gleichzeitig gibt es die Aussage, dass der Mensch nicht umkehren kann, dass
Gott ihn dazu rufen muss und anrufen muss. Und jetzt glaubt der Mensch, dass das ein Widerspruch sei. Das ist aber kein Widerspruch. Der rein verstandesmäßige Mensch, der sagt, entweder handelt Gott frei, dann erwählt er, dann kann ich mich nicht bekehren, dann brauche ich mich auch nicht zu bekehren. Dann ist er sogar schuld, wenn ich verloren gehe. Oder es ist so, dass der Mensch frei ist, dass er sich bekehren kann, so wie er will, wann er will und zu Gott oder zu Jesus Christus, so wie er will. Und dann ist der Mensch gerettet, weil er sich ja bekehrt hat. Ja? Und auch deswegen geht er nur verloren, weil er sich nicht bekehrt hat. Das heißt, entweder gibt es links oder rechts, schwarz oder weiß, oben oder unten. Und es gibt keinen Kompromiss dazwischen. Das, was ich euch zeigen möchte, ist kein Kompromiss dazwischen. Denn der Kompromiss dazwischen wäre, dass Gott weiß, wann ich mich bekehre. Und dieses Kompromisswort, das wird heute in den Gemeinden allenthalben gepredigt. Ja? Bisschen hiervon, bisschen davon. Bisschen Gottes Gnade, bisschen menschliche Entscheidung, bisschen Gottes Erwählung, bisschen menschliche Bekehrung. Und es wird so zusammen gemischt und daraus macht man dann so einen Salat, so einen gemischten Salat. Aber das passt nicht. Ich möchte euch gerne zeigen, beides gilt gleichzeitig, ist für den natürlich logisch geprägten Menschen ein Widerspruch, aber beides gilt gleichzeitig vollgültig. Spurgeon hat gesagt, zwischen diesen beiden Mühlsteinen wird der Mensch zerrieben, bis er nichts anderes mehr kann, als zu Gott zu rufen und zu sagen, rette mich. Das ist das, was Spurgeon daraus zieht. Der lässt beide Wahrheiten nebeneinander stehen. Genauso wie Jesus Christus ganz Gott und ganz Mensch war. Was für ein Widerspruch, wenn wir nur mal Gott wirklich kennen würden und wenn wir uns doch wenigstens mal kennen würden. Was für ein Widerspruch. Ganz Gott und ganz Mensch in einem in Christus. Das ist der größte Widerspruch, den es gibt. Denn Gott ist auf der einen Seite des Universums und wir sind auf der anderen Seite. Ja, wir hören das noch nicht mehr. Und doch ist beides wahr und beides gleichzeitig wahr. Und es gibt keine Vermischung dazwischen. Ja, sondern beides ist für sich wahr, gleichzeitig wahr. Und so ist es mit der Erwählung auch. Ja. Das heißt, die Bibel ruft zu etwas auf, was wir eigentlich selber nicht können. Aber da, wo Gott seinen Geist hingibt, da fängt ein Mensch an zu hören und fängt an zu verstehen, fängt an nachzudenken. Vielleicht kämpft er auch damit. Vielleicht ringt er auch damit. Vielleicht ist er nicht sofort einverstanden mit dem, was ihm da so entgegenkommt. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben es hier mit Gott zu tun, nicht mit der Philosophie. Nicht mit einer billigen menschlichen Weisheit. Das, was wir hier lesen, das geht über die Weisheit des Menschen hinaus. Es widerspricht der Weisheit des Menschen. Und deswegen sagt Paulus auch, dass nicht viele Weise erwählt sind, ja? Sondern das, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Ja? Das, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Das, was unwert ist, das hat Gott erwählt, damit er sich an diesen schwachen, unwerten und törichten Leuten nach menschlicher Weisheit verherrlicht. Das wird Gott tun. Und dann werden Letzte Erste sein. Und Erste Letzte. Und so ist recht, so ist gut. Weil das Chaos hier in der Welt, wo der am unmoralischsten handelt, das meiste Geld verdient, allein daran seht ihr es ja schon, ja. Der am meisten für sich sorgt und rafft, der kommt am schnellsten vorwärts. Diese Welt muss wahrlich auf den Kopf gestellt werden. Ja, das machen aber nicht wir, das macht Gott, wenn er kommt. Aber wir selber, wir persönlich, ich muss auch auf den Kopf gestellt werden. Ja? Ich muss deswegen umgekehrt werden, deswegen muss ich mich bekehren. Deswegen ruft die Bibel zum Menschen und sagt, kehr um. Und die einen hören und die anderen nicht. Und der Grund dafür, warum die einen hören und die anderen nicht, ist, dass Gott ihnen durch seinen Geist sein Wort lebendig gemacht hat und sie persönlich anspricht, direkt ins Herz spricht. Warum? Weil die vor Grundlegung der Welt schon erwählt waren. Diese Erwählung, und damit schließe ich dann, ist keine fatalistische Erwählung, wie in der Philosophie, im griechischen Denken. Sondern das ist eine Erwählung, die man nur in der Bibel kennenlernen kann und die man nicht verwechseln darf mit einem Fatalismus. Ein Evangelist hat mal gesagt, er hat gebetet für einen Freund, dass er zum Glauben kommt. Und er hat gebetet und gesagt, Herr, mir ist egal, ob der erwählt ist oder nicht. Ich möchte dich bitten, dass du den zum Glauben führst. Das finde ich ein gutes Gebet. Ja? Wir wissen nicht, ob jemand erwählt ist oder nicht. Und wir können durch Gebet Gottes Arm bewegen. Ja? Und können Dinge tun, die unglaublich sind. Ja? Und Gott tut sie, weil er unser Freund ist, weil Gott unser Vater ist. Macht er das einfach. Gott macht es einfach. Weil er unser Freund ist.
Ja? Weil wir einen Vater im Himmel haben, den wir fragen dürfen. Meine Kinder fragen mich auch und sagen, Papa, hast du mal Geld fürs Tanken? Ja, dann gebe ich denen halt Geld fürs Tanken. Und bei Gott ist das auch so. Nicht, dass man das jetzt Geld auf vom Himmel fällt, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ja? Wir haben einen Vater im Himmel. Gott, je nachdem, wo wir stehen im Glauben, lässt Gott uns auch warten, dass wir warten auf ihn, dass wir in seiner Zeit auch sind. Ja? Das ist aber, wenn wir auch fortgeschrittene Leute werden wollen im Glauben, ja? Dann lässt Gott uns auch schon mal warten. Aber wir haben einen guten Vater im Himmel, der für uns sorgt und mit uns ist. Ja? Und deswegen dürfen wir auch so beten und sagen, ich bitte dich für meine Kinder, ich bitte dich für meine Eltern, ich bitte dich für meine Arbeitskollegen oder für meine Freunde, dass die zum Glauben kommen. Und ist egal, ob du die erwählt hast oder nicht, ich weiß das eh nicht, ich bitte dich halt einfach darum. So dürfen, ganz kindlich dürfen wir darum beten. Ja? Und ich sage auch, wenn mich jemand fragt, ich habe mich dann und dann habe ich mich bekehrt. Dann sagen manche zu mir, oh, da darfst du nicht sagen, du hast dich nicht bekehrt, nur Gott kann dich bekehren. Ja, ich weiß. Das ist aber nicht das, was ich hier euch weitergeben möchte. Ja, weil das auch wieder eine kalte Theologie wäre über die Erwählung und über die Bekehrung. Ja. Ich glaube, dass es... Oh, jetzt geht mein Licht hier gerade aus. Ja. Ich hoffe, ihr seht mich noch halbwegs. Ich habe keinen Strom mehr. Ich höre jetzt auch auf. Also da geht es mir nicht darum, dass alles theologisch immer glatt geschliffen und richtig ist. Deswegen sage ich manchmal, der Herr hat mich bekehrt. Manchmal sage ich habe mich bekehrt. Ja, da geht es nicht drum. Aber ich wollte euch das noch gerne nachreichen hier vom Johannesevangelium. Der Akku ist schon leer. Ich hoffe, dass der Akku von meiner Kamera noch hält. Ich schließe hier, wünsche euch alles Gute. Vergesst nicht, wir haben einen guten Vater im Himmel, ja, zu dem wir rufen dürfen und der uns erhören will als seine Kinder. Ja. Euch alles Gute, Gottes Segen. Ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch, weil wir uns im alten Jahr wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ja. Alles Gute euch, Gottes Segen und bis bald.